Kim Kardashian hier. Nein, Spaß. Wannabe vielleicht. So, ich wollte euch heute mal in diesem Video zeigen, wie ich diesen Look hier gemacht habe. Ich habe mir das Vogue-Video angeschaut von Kim Kardashian, was gestern rauskam. Und ich dachte mal, ich mache das nach. Ich habe es noch nicht angeschaut, also es geht dann direkt los. Und ja, ich bin mal gespannt, wie ihr das so findet. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich wollte euch nur noch mal kurz sagen, dass ich zu nah dran bin. Ich wollte euch nur mal kurz noch mal sagen, dass ihr aber ein Gewinnspiel bei mir mitmachen könnt. Und zwar braucht ihr nur bei dem Video, was hier oben verlinkt ist, ein Schickelini als Hashtag drunter schreiben. Und dann seid ihr schon dabei. Ja, Gewinner wird dann morgen ausgelost. Und ja, also direkt zu Weihnachten weißt du, ob du gewonnen hast oder nicht und ein neues Weihnachtsgeschenk noch dazu bekommst. Ja, was alles in dieser ganzen Box drin ist, sage ich auch in dem Video. Ich zeige dir das auch nochmal alles. Ja, ihr braucht einfach nur Abonnent sein. Das Video müsst ihr nicht mal liken, wenn ihr wollt. Ihr könnt es liken, meine Güte. Ich habe nichts dagegen. Und natürlich Chickeline als Hashtag unten da lassen. Also ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Dieser Look ist dabei entstanden. Frohe Feiertage, feiert schön und ja, wir sehen uns dann am Dienstag und jetzt geht das Video los. Ich meine, meine Haut wird immer sehr rot, wenn ich Cremes einmassiere. Sieht man ein bisschen eigenartig aus. Das ist ein Kabuki Brush. Okay, sie benutzt die La Mer Foundation. Girl. Ich habe leider keine Foundation, die 80 Euro kostet. Ich habe gesehen, dass sie hier drei Spritzer genommen. So, habe ich eine Foundation, die ähnlich ist. 85 Euro. Ich weiß es nicht, aber die ist für mich sehr feuchtigkeitsspendend. Ich hoffe mal, dass sie jetzt auch passt. Die immer hier in so ein Schälchen rein. Sie hat drei Buffer genommen. Okay, jetzt packt sie das einfach überall rauf. Oh, sie hat am Kinn ein bisschen so angefangen. Ja, die ist sehr full coverage. Vor allem, ich habe sehr trockene Haut. Riecht einfach richtig gut. Ich kann natürlich öfters mal so eine Videos mache, wo ich Tutorials nachschminke, auch jetzt von deutschen YouTubern. Gerne mal schreiben, von wem. Ja, Augenbrauen jetzt einfach auch nochmal nachschminken, weil die ja schon ein bisschen verarscht sind gerade. Promenade. Alter, ihr Concealer ist so high coverage. Alles klar. Was zum Henker? Ich will mal kurz sagen, wie hübsch diese Frau ist. Oh mein Gott. Der ist ziemlich... Okay, sie benutzt schon sehr viel. Also der Applikator ist einfach auch ziemlich dick. Ist nicht so einfach damit so präzise zu machen, wie sie es getan hat. Und sie ist noch weiter runter. Also falls du einen guten Concealer suchst, der von Too Faced auf jeden Fall gut. Und dann macht sie noch auf die Stirn. Okay, sie dafür benutzt jetzt einen Schwamm. Mein Schwamm-Ding hier. kann dann einfach spontan einfach den Schwamm ein bisschen nass machen. Okay, das, was übrig ist, macht sie auch auf die Augen. Okay, sie geht noch über ihre ganzen Lippen. Also sie benutzt, wenn sie fertig mit den ganzen Blenden ist, geht sie nochmal über ihre Lippen. Ich hasse Nude-Lippen, ne? Und dann sind meine Lippen so klein und ich hasse die Baking Powder. Ich hoffe, mein Puder reicht noch für heute. Oh mein Gott. Ich benutze ja immer das Boutiquet Loose Powder. Ja, ich habe die Farbe 01 Peach und die ist leer. Also ich glaube, das wird für heute nur noch höchstens reichen. I hope so. Ich weiß nicht, ob es reicht. Ich benutze ja nicht so viel. Okay, sie benutzt sehr viel. Ich bin absolut am Arsch. Oh, scheiße. Okay, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich kann das ein bisschen mit hineinmischen, aber das macht meistens so einen komischen Schleier. Ich mische das mal jetzt hier mit hinein. Dann mixen wir das zusammen. Echt, ist das zusammen das beste Pulver der Welt. Okay, sie benutzt sehr viel Puder. Sie meinte gerade, sie liebt es, wie es aussieht, wenn man baked. Ich liebe es auch. Ich finde, das sieht so richtig... Man sieht so professionell aus. So geil aus. Ich würde auch so rausgehen.
Ohne Scheiß, es juckt mich nicht die Bohne. Sieht einfach schön aus. Kim, we are best friends forever now. Sieht die Nase so schön klein aus. Sieht man nicht high-end aus, wenn man sowas anhat. Cream Contour. Cream Contour, girl. Oh, Cream Contour. Hat so gut angefangen, okay, wir werden keine Freunde mehr. Mit was soll ich jetzt Cream Contouring machen? Ich habe einen Contouring Stick, aber ich hasse ihn. Habe ich in meinem Deklatter-Video. Oh Gott, jetzt muss ich den benutzen. Hier sind diese Cream Contouring. Nice. Ey. Was? Warum mag ich diese Dinge? Ey. Warte, welche nehme ich denn jetzt? Unglaublich die dunkleren, ne? Das habe ich ewig nicht mehr gemacht. God damn it. Ich nehme mal die hellere Seite. Na toll, aber die hellere Seite sieht man nicht. Ey, fuck mich nicht ab. Ich hasse Cream Contouring. Irgendwie so, dass man so die Kante extrem sieht. Ah, sie macht unter den Lippen. Das unter den Lippen gefällt mir. Jetzt hast du mich noch mehr Leute für meine, für meine Lippen. Die machen noch mehr. Okay, scheiße. Man denkt, ich habe einen Bart. Voll eigenartig aus, oder? sieht das jetzt anders aus? Ich weiß ja nicht. Sollte ja eigentlich ein Dupe dazu sein, ne? Na, es ist nicht. Okay, ich liebe auch kleine Foreheads. Es ist so rot, das Ding. Oh, scheiße, dass ich jetzt so ein blödes Ding habe. Blendet sie. Mal gucken, wie sie es macht. Okay, es geht. Scheiße. Schon ein bisschen rot. Ist schon ein bisschen rot, oder? Sieht aus, als ich ein bisschen auf die Fresse. So. So sieht es aus. Als wenn ich das jetzt nicht wegkriege. Ich glaube, das hier werde ich mir merken. Weil ich hasse das hier, dass ich so ein Doppelkinn habe. Ich glaube, jetzt sieht man das Doppelkinn weniger, oder? Ich habe hier nochmal ein bisschen Foundation. Okay, sie macht einen Translucent Powder. Ja, sie macht wirklich nicht viel. Sie macht es einfach nur, dass es mattiert ist. Jetzt hat sie auf einmal dieses... Jetzt hat sie nochmal die Kontur verstärkt. So, da ist einfach ein riesen Cut drin. Man weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Okay, sie hat anscheinend ein dunkles Puder jetzt benutzt. Ich nehme jetzt einfach das, was ich die ganze Zeit zum Contouring benutze. Damit die Stirn schön klein aussieht. Ich hasse einfach meine Stirn so sehr, schön so wie sie drauf lässt. Ich glaube, ich kriege das nie wieder runter. Also ich verstärke die Kontur auch noch. Okay, ich nehme ein Grau. Da geht schon los. Habe ich eine Palette, wo Grau drin ist? Oh mein Grau, girl. Hier so grau. Ihr habt gesehen, wie schön ordentlich mein Zeug hier war, ja? Ich muss jetzt hier alles auseinandernehmen. In der Ice Like Angels Palette, als ob die mir jetzt meinen Arsch fettet. Aber das ist kein mattes Grau. Da ist Glitzer drin. So. Hat sie abgepudert oder nicht? Oh. Ja, die Farben sind sich ähnlich gut. Ich glaube, ich hatte noch nie Grau auf meinen Augen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Und sie hat noch Braun drauf gemacht. Wo? Ja, ich sehe doch, dass du da noch Braun drauf gemacht hast. Warum? Da, ich sehe sogar die Farbe, die sie benutzt. Warum zeigt sie das nicht? Aber ich habe hier ganz viele Burntone drin. Aber ich werde das hier nehmen. Ich weiß nicht, warum sie manche Sachen nicht zeigt, ey. Weil sie ist auf einmal so braun überall. Und woher kommt das? Nein, die Seite ist schon ein bisschen besser geworden. Die Seite ist ein bisschen grauer. Ich spiele nochmal ins Grau rein. Ich bin nicht zufrieden, aber wir lassen es jetzt erstmal so. Ja, Leute, I'm sorry about that. Also was Ähnliches habe ich sogar hier drin. Sie will gar keinen Highlighten-Effekt haben. Sie will es einfach nur ein bisschen heller haben. Ich benutze es nochmal, also benutze die ganze Zeit dieses Highlighter-Ding, aber ich benutze dafür mal einen Transition-Color. Sie will ein bisschen sauber machen, ein bisschen aufräumen.
So mehr würde ich jetzt auch gar nicht wegmachen. Sie zeigt wieder nicht, was sie benutzt, aber ich schätze mal, sie benutzt dasselbe Braun, was sie auch oben benutzt hat. Ich weiß nicht, ob meins ein bisschen zu rot ist. Ich werde es mal mit dem Grau hier mischen. Hat was, oder? Ich finde es so ganz gut. Sie macht so ein bisschen Eye Contouring. Habe ich Eye Contouring jetzt gemacht? Das ist geil, sie mit Stealer. Ah, okay, sie nimmt Liquid Eyeshadow von Stealer. Und sowas, was richtig glitzert. Zeig mal. Das sind schon Glittertöne. Einfach hier bald. Das ist der Ton hier. Ich werde aber dafür einen fluffigen Blendepinsel nehmen, sowas. Wirklich, was richtig fluffig ist. Damit, wie bei ihr, so einzelne Partikel sind. So, ja, es glitzert bei ihr nämlich alles eher. Doch, es gefällt mir ganz gut. Meine Glitterpartikel sind auf jeden Fall viel, viel grobkörniger als ihre. Viel größer vor allem. Nicht warum, aber Liquid Eyeshadows und ich werden keine guten Freunde. Vielleicht so Bekannte, aber na, keine guten Freunde auf jeden Fall. Okay, sie nimmt nochmal ein Gold. Das habe ich auch in einer Palette drin. Gut. Yes. So, ich benutze das hier. Wir sind immer noch in der Revolution Eyes Like Angels Palette. Und ja, sie benutzt ihren Finger. Na doch, funktioniert eigentlich. Sie benutzt jetzt einen schwarzen Kajal. Ich habe jetzt so kleine Augen. Ja, also sie benutzt jetzt Wimpernzange, habe ich nicht. Benutze ich nicht. Ist ja lustig, sie benutzt die gleiche Mascara, wie ich habe. Ich habe nur die Babyversion davon. Aber krass, ich benutze die auch voll gern. Aber Wimpern, die natürlich aussehen und lang aussehen, deswegen werde ich einfach mal die benutzen. Weil sie hat ja ein bisschen natural lange Wimpern. Jetzt leider echt keine Wimpern. Wie ihr wisst, ich bin umgestiegen. Ich benutze jetzt einfach nur noch, bis sie am Limit sind. Ja, ich muss ja trotzdem meine Wimpern vorher mal... Ah, Mann, nee, ich brauche so lange Wimpern haben. Brauche ich diese Gaggelie nicht machen. Ja, ich habe leider keine langen Wimpern, deswegen muss ich schon mal frisches Na, ich werde jetzt nicht aufpassen. Mein Hund hat gerade fast einen Herzinfarkt. Ja, ich mache jetzt die Wimpern ran. Das sind einfach ihre Lashes. Sie war gerade dabei, ihr Puder so ein bisschen wegzumachen und dann noch ein bisschen zu highlighten mit einem hellen Puder. Ich habe jetzt schon einen Über-Highlighten-Effekt. Ich habe auch gar nicht sowas, merke ich gerade. Ich habe so ein highlightendes Puder gar nicht. Ich gehe jetzt nochmal in Affection rein. Who cares how you, wie du heißt, ey. Hauptsache, du funktionierst. Es ist mir zu klein, Liebe. Ich breche es nicht ab, ich werde es so lassen. Wenn das jetzt ihre Lippen sind, sie hat halt schöne große Lippen, ich nicht so, aber ist okay. Okay, sie nimmt einen chilligen Highlighter. Wet n Wild Blossom Glow. Der ist halt sehr stark. Ich glaube halt nicht, dass das jetzt passt. Ich glaube, ich werde von Too Faced einfach den Ray of Light nehmen. Der ist zwar jetzt nicht die Farbe, aber der ist ein bisschen chilliger. Der ist nicht so Clash Boom Bang. Sehr, sehr schöne Highlighter, Leute. Okay, sie macht ihre Lippen noch heller. Nice. Weil das zu dunkel ist. Ich schwöre, so hell ist ihr Nude-Lippenstift. Ohne Scheiß. Ich hasse es. Ich hasse es. Sie macht voll Vierer. Warum? Ja, auch noch hier oben. Wo sind meine Lippen? Habe ich überhaupt noch Lippen im Gesicht? Oder was ist hier los? Kim? Nein. Lass es. Lass es einfach. Okay, ein Gloss. Ein Gloss. Treffen wir uns in der Mitte, ja. Der, okay. Der. Aber das war's mit dem Video, also mit ihrem Video. Ich weiß ja nicht. Also allgemein gefällt mir alles gut. Alles gefällt mir gut. Bis auf die Lippen. Mir gefällt das nicht. Was ich auf jeden Fall beibehalten werde, ist, mein Doppelkinn zu kaschieren, weil ich sehe das jetzt nicht mehr so rausscheinen wie sonst immer. Sehe ich jetzt aus wie eine Kardashian? Nein, sehe ich nicht. mehr so wie ein Wannabe, aber sonst gefällt mir der Look eigentlich ziemlich gut. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was euch jetzt so gut gefällt oder nicht. Ich würde sagen, das war es auch mit dem Video und wir sehen uns dann. Ich wünsche euch frohe Feiertage und ein wunderschönes Weihnachten, denn morgen ist Weihnachten und ich wünsche euch viel Spaß und viel Freude mit eurer Familie. Macht für euch einen schönen Tag, einen Abend oder was auch immer. Zeigt euren Liebsten, dass ihr sie liebt und werdet geliebt. Frohe Weihnachten und wir sehen uns dann frisch und munter am Dienstag. Bis dahin, auf Wiedersehen.